aber... Na, ich glaube, wir nehmen jetzt mal die Findigkeit, denn findet mehr Gold und wir brauchen Gold und ja, Gold ist gut. Gold nehmen wir, so. Schwefel nehmen wir natürlich auch. Schatztruhe nehmen wir. Nehmen wir jetzt sogar mal das Gold mit. Mein Schatztruhe werde ich jetzt so ein bisschen aufteilen zwischen Erfahrung und Gold. Dougal soll zwar auch eine vernünftige Heldenstufe bekommen, aber eine hohe Heldenstufe bei Dougal bringt nichts, wenn wir kein Gold haben, um nachher die Bauern aufzuwerten. Er bringt es einfach deutlich mehr, eine große Gruppe an Scharfschützen zu haben. Und jetzt nehmen wir mal die göttliche Kraft auf die Scharfschützen, denn das sind relativ viele gehörnte Dämonen da hinten. Wie viel töten wir denn davon? 16 bis 22. Eigentlich hätte ich die obere Gruppe nehmen sollen, weil die potenziell auf den einen übrig gebliebenen armen Flattermann da oben gehen. Jetzt ist zu spät, ne? Aber, haha, wenn der hierhin fliegt, darf er in der nächsten Runde noch gar nicht angreifen. Du kannst... Nee, du wirst sicherlich nicht da angreifen. Also definitiv überhaupt gar nicht. Du kannst aber noch ein bisschen sehen. Und... 16 bis 23. Oh, mit Glück. Mit Glück gibt das sogar 37. Das ist der Grund, warum ich die Glückfähigkeit eben genommen habe. Denn Glück ist eigentlich voll klasse. Wo hier? Ja, den Greif, den retten wir einfach. Jetzt kann nämlich nicht angegriffen werden. Und geht möglicherweise ein Fußsoldat drauf. Nein, nicht mal das. Ja, wunderbar. Das ist dann tatsächlich doch mal ein verlustfreier Kampf. Nichts und Klatsch. Vielen Dank. Hier ist auch noch ein geheimnisvoller Brunnen hinter, das ist hier gut zu wissen. Ein Eisengolem. Stahlgolem. Jäger. Jäger ist fies. Lager. Achso. Richtig. Der ich habe mich gerade darüber gewundert, dass der Cursor hier rot ist, aber der ist schon rot, weil hier die Stahlgolems im Weg sind. Wir die bekämpfen müssten, um dahin zu kommen. Greif. Edelsteinmine. Eisengolem bin ich mir unsicher. Horde, das sind auch noch ziemlich viele. Die sind recht stabil. Ich weiß nicht, ob ich das schon unbedingt möchte jetzt. Was können wir denn hier einmal tun? Vom Bauern, bevor ich das vergesse, ist wichtig, weil durch die Ausbilderfähigkeit kann man natürlich sozusagen Bauern gleichsetzen mit Scharfschützen, wenn man das nötige Kleingeld in der Tasche hat, natürlich. Oh, Succubusherrin, das wird so nicht passieren und wie ich das sehe, ist da Wasser, ja? Da geht's gar nicht groß weiter. Relativ überschaubar, das Gebiet hier oben. Wahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung. Lasso bleibt auf jeden Fall erstmal da stehen. Ja, das ist auch gut so, zu diesem komischen Duggeltypen, da will ich gar nicht hin. Ja, Lasso, das kannst du dir aber nicht alles so aussuchen. Wenn Dougal nach dir verlangt, dann verlangt Dougal nach dir und dann hast du dich in Bewegung zu setzen. Verifizieren wir erstmal, dass es hier überhaupt nicht mehr weitergeht. So, hier. Hier oben geht's noch weiter. Jetzt sieht das nicht so aus, als würde es da noch sehr weit weitergehen. Na, da gibt es noch Eisengolems und so und Kleinkram. Aha. Hahaha. Es sind aber nur viele Eisengolems. Gut, dann fangen wir doch mal damit an. Ich habe so ein bisschen Sorge hier, dass ich zu starke Einheiten angreife, denn ja. Der Zuflucht fehlt die rettende Fähigkeit, Tote wiederbeleben. Wenn hier irgendwas tot, dann tot. Also, erstmal. Gibt's auch noch so eine kleine Eigenheit bezüglich Engeln, aber von Engeln sind wir so ein Stück entfernt, da brauchen wir jetzt noch gar nicht drüber nachzudenken. Und, ach ja, das geht doch eigentlich ganz gut. Die rotzen doch schon viel mehr weg, als ich erwartet hätte. Ah, machen wir das doch mal. Wunderbar. Dürfen sogar noch mal dran gleich.
Na, ihr macht einfach nix. Und klatsch. Ah, ach, ach, ganz harmlos. Da hätte ich jetzt mit viel Schlimmerem gerechnet. Und die segnen natürlich noch einmal drauf. Nichts, 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 nichts. Bisschen langweilig, aber das Prinzip kennen wir auch schon. Blocker stehen eben nur nutzlos in der Gegend rum und machen einfach nichts. Ich glaube, ich möchte die hier ausschalten. Und du möchtest da angreifen. Dann kann nämlich unser Flattermann hier runter und die Gurnens da oben können überhaupt nichts tun. Apropos nichts tun. Damit sind wir auch schon wieder bei unseren Fußsoldaten und der Greif ist schon wieder dran. Gegenwehr eigentlich unnötig, wie ich das sehe, denn Jubel klärt. Und Patsch. Das wird sogar ein vollkommen verlustfreier Kampf. Das hätte ich so jetzt auch nicht erwartet eigentlich. Greifen sind übrigens, wie man sieht, tierisch schnell. Absolut harmlos. Okay. Ich hätte erwartet, dass die Golems ein bisschen stabiler sind. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mich da beschweren möchte. Meister der Entsagung, was macht das denn? Möglich das Wirken der Zaubergeschosse ablenken und Zähigkeit auf alle eigenen Einheiten gleichzeitig, verdoppelt aber die Wirkkosten, bla 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 bla. Ja, einfache beschwörende Magie irgendwie nicht. Geübte Lichtmagie. Oh, weiß ich nicht. Erfahrene Ausbilder haben ja eben schon gelernt, das braucht man nicht, weil das kann Laszlo. Ja, nehmen wir doch mal den Meister der Entsagung. Und da ein Ritter natürlich kein Vollmagier ist, ist hier tatsächlich auch die Verdopplung der Wirkkosten relevant. Denn Ritter haben jetzt nicht so unglaublich viel Mana im Angebot. Was bauen wir jetzt? Was bauen wir jetzt? Was bauen wir jetzt? Wir können... Das könnten wir eigentlich ganz gut bauen. Das oder wir gehen. Nein, wir bauen die Magiergilde und gehen auf das Kloster. Das ist nämlich gleichzeitig auch die Vorbedingung für die Engel. Also für den Altar des Lichts. Und den Altar des Lichts, den wollen wir diesmal auf jeden Fall haben. In der Necropolis-Kampagne sind wir ja gar nicht zu den Stufe 7 Einheiten gekommen. Das wird hier mit Sicherheit anders aussehen. Denn die Erzengel sind die stärksten Einheiten im Spiel, zusammen mit den Erzteufeln. Und ein gutes Stück stärker als eben die Stufe 7 der Necropolis-Fraktion. Ach so. Das möchte ich eigentlich immer noch nicht haben. Einfache Landkunde könnte natürlich interessant sein, wenn wir uns ein bisschen schneller bewegen können. Geübter Angriff steigert den eure Nahkampfkreaturen machen. Was wird denn Laszlo an Dougal, nicht Laszlo. Was wird Dougal an Nahkampfkreaturen bekommen? Da ist das Problem, ich weiß das noch gar nicht so genau. Denn mit Zuflucht habe ich keinen so festgefahrenen Plan. Ich glaube, ich nehme einfach mal die einfache Landkunde, damit wir uns ein bisschen schneller bewegen können und etwas flexibler auf der Karte hier werden. Stahlkaverne, da stehen Druiden vor. Nee, ich bin kein Freund von Druiden. Das ist, genau wie Succubus-Herren, alles fieser Kram. Aber nachdem die Eisengolems so billig waren, können wir bestimmt auch noch ein paar mehr davon besiegen. Wir können insbesondere hier ein Kloster bauen. Wir brauchen Baustufe 15. Ja, vorher müssen wir auf jeden Fall das Kapitol noch bauen, damit unser Goldeinkommen akzeptabel wird. Und wir brauchen noch zwei Gebäude, um auf die Baustufe dafür zu kommen. Schauen wir morgen noch einmal. Allerdings möchte ich... Nein, ich glaube, ich möchte noch keine Priester anwerben, denn Priester sind teuer und ich möchte das Gold sparen, damit wir uns erstmal ein Kapitol bauen können. Denn Gold ist hier wichtig. Wie schon mehrfach erwähnt. Es kostet eben ein bisschen Kleingeld, so dumme Bauern zu nützlichen Sachen irgendwie auszubilden.
Schule ist nicht immer kostenlos. Insbesondere auch hier nicht. Ja. Wir stehen eigentlich direkt vor diesem komischen Brunnen. Also kannst du auch das Mana erstmal hier rauskloppen. Der hat sogar schon 30. Ja, aber natürlich habe ich 30 Mana. Mit Mana kann man ganz tolle Sachen machen. Göttliche Kraft. Also man wird so richtig kräftig und kann viel länger stehen. Und du, gell? Was denn? Also ich... Okay, lassen wir das. Auf jeden Fall sind hier Dougals Prioritäten sehr klar. Bist du einen Schritt nach vorne gegangen? Was genau hat das für einen Sinn, Jung? Also, ich beschwer mich mal nicht, aber... Solange du nicht näher kommst, brauchst du nicht glauben, dass ich irgendwas tue, um dir zu helfen, mich anzugreifen. Nö, dann stehen wir hier eben dekorativ in der Gegend rum und rotzen die aus der Entfernung weg. Das ist ja eh meine bevorzugte Kampfstrategie. Platsch. Danke. Und nichts. Und nichts. Und immer noch nichts. Kommt wieder näher. Ja. Ach, jetzt wollt ihr hier nach oben auf meinen armen kleinen Flattermann. Das finde ich aber nicht so nett. So. Ihr könnt den hauen. Ihr könnt den... Ja. Es gibt keinen Platz, wo ich die hinbewegen kann, sodass die von keinem der beiden gehauen werden. Deswegen bleiben die jetzt da oben. Und die Scharfschützen schießen da oben rein. Damit hat sich das, glaube ich, auch schon erledigt, denn... Ja, damit hat sich der Kampf vermutlich wirklich schon erledigt. Und hier wird nichts Spannendes mehr passieren. Insbesondere wird der vermutlich auch wieder verlustfrei sein. Könnte sein, dass die nochmal drankommen hier, aber dann werden die nichts töten können. Ja, die kommen nicht mal zu irgendwas hin. Ja. Ja, eigentlich vollkommen egal. Dürft ihr auch mal was tun. Und wir gewinnen den Kampf. Vielen Dank. So, Edelsteine sind nett. Gold. Oh, Gold. Wunderbare Sache. Hier gibt es einen Zauber der zweiten Stufe. Da gibt es Blitzstrahl. Ja, okay. Wenn er eben kostenlos rumsteht.